Ja, wie ihr seht, es geht so ein bisschen über Skalierung. Ich habe mir sagen lassen, dass wir heute so ein bisschen darüber erzählen. Und was uns beiden immer aufgefallen ist in Konferenzen ist, dass man ganz tolle Enterprise, Blueprints und was weiß ich sieht. Und was mich dann am meisten interessiert, wo hat es eigentlich nicht funktioniert oder wie funktioniert es? Und also welche Schmerzen hat man in der Praxis? Das klingt immer alles so toll. Machen wir jetzt, ne? Genau. Setzen wir um und dann hat man unheimlich viele Schmerzen und keiner erzählt ihm davon vorher. Und darüber wollen wir heute ein bisschen erzählen, also wie es tatsächlich in den letzten Jahren bei uns beiden funktioniert hat. Genau, da wollen wir dann auch sagen, wo es halt wirklich wehgetan hat, welche Schmerzen wir hatten, warum wir die hatten und was wir dagegen getan haben. Ja, und wir sind Kongstar. Wer kennt Kongstar? Hey. Oh, da kann ich meine Folie weglassen. Super, oder? Das ist ein toll. Ich frage jetzt nicht, wer AOE kennt. Ich weiß, da komme ich. Ja, super, wenigstens ein paar. Danke. Klar, Kongstar ist natürlich ein bisschen bekannter. Freut mich auch für dich, Arne. Ja, danke. Nichtsdestotrotz, damit ihr auch wisst, wer wir sind. Ich bin der Stefan Höhn. Ich arbeite für AOE. Mache so Agile Coaching, entwickle auch und Scrum Master und PO, mache Trainings und allen möglichen Kram, bin in der Agile Community hier im Rhein-Main-Gebiet dabei. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, weil ich das Glück hatte, in das Kongstar-Projekt zu kommen von AOE und da habe ich den Arne kennengelernt. Genau, ich bin jetzt seit 2010 bei Kongstar, bin da in einer Doppelrolle unterwegs. Doppelrolle insofern, dass ich sowohl IT-Analyst als auch Scrum Master bin bei Kongstar. Das ist bei uns in der IT-Entwicklung quasi die traditionelle Besetzung, dass wir auch in diesen Doppelrollen unterwegs sind. Als IT-Analyst unterstützen wir den PO in der vorgelagerten Konzeptionsphase, wo wir Themen bearbeiten und im Team selbst arbeiten wir auch mit, dass wir da Tasks übernehmen. In der Rolle des IT-Analysten als Scrum Master versuchen wir die Teams weiterzuentwickeln, aber auch neue Teams aufzubauen und koordinieren die Meetings, moderieren Meetings und so weiter, die klassischen Scrum-Master-Aufgaben. In der Zeit davor war ich auch in der Entwicklung tätig, da allerdings nicht in agilen Projekten, sondern hauptsächlich Wasserfallprojekte. Da habe ich hauptsächlich als Entwickler gearbeitet, aber auch als Architekt und Projektkoordinator. Meist waren das Web-Anwendungen im Java-Umfeld mit den entsprechenden Frameworks, die dazu gehören. Wie so viele andere auch, bin ich Quereinsteiger. Das heißt, ich bin kein Informatiker, sondern komme aus der Geografie und habe da auch mit dem Programmieren begonnen. Das waren damals, war mein Schwerpunkt die Klimageografie und deshalb habe ich Klimamodelle programmiert. Ja, Kongstar kennen einige oder die meisten von euch, deshalb kann ich bei der Folie mich kurz fassen. Vielleicht nur einige Besonderheiten. Kongstar gibt es unter dem Namen seit 2007. Seit 2004 gab es die Firma Kongstar mit einem E am Ende statt dem A und das war ein reiner DSL-Anbieter. 2007 hat man sich dann auch in Richtung Mobilfunk geöffnet, dann kam auch die Namensänderung und Kongstar ist heute Mobilfunk- und Festnetzanbieter. Firmensitz ist in Köln, um genau zu sein in Köln-Ehrenfeld, wo auch alle Mitarbeiter von uns sitzen. Das sind mittlerweile über 130. Ich glaube, wir haben immer sogar im November die 140 geknackt. Das heißt, wir wachsen auch weiter. Auch hier muss man sich mit dem Thema Skalierung beschäftigen. Kongstar ist eine 100-prozentige Telekom-Tochter. Das heißt, wir kaufen Vorleistung von der Telekom ein, können diese entsprechend aufbereiten und dem Kunden anbieten. Ich habe das Glück, dadurch, dass mich ja keiner kennt als AOE, darf ich mehr sagen, ich habe mehr Folien bekommen von dir, ne? Aber wir machen es genauso schnell. Also wir sind Dienstleister, wir machen Softwareentwicklung, hauptsächlich in den Bereichen E-Commerce, Webplattform, Enterprise Search, Enterprise Web CMS. Als Firma gibt es uns schon einige Jahre. Hier sieht man auch so ein paar Schwerpunkte, was wir sehr viel machen ist, wir arbeiten mit Magento, mit Typo3. Wir machen ca. 12 Millionen Umsatz, haben 150 plus Mitarbeiter an bis zu 8 Standorten. Was uns, glaube ich, auszeichnet,
ist, dass wir sehr, sehr angenehmen Umgang mit den Mitarbeitern haben, also so agile Organisation, darüber, worüber wir auch hier ein bisschen reden. Das heißt, wir leben das nicht nur in den Projekten, sondern auch in unserer Firma selbst. Eigenverantwortliches Arbeiten, Ausbildung, Fortbildung, also es wird bei uns sehr hoch gehalten. Ja, wie kommen wir zusammen? Genau, da sieht man es schon. AOE arbeitet für uns zusammen gemeinsam an der Kongstar Homepage und dem nachgelagerten Kundenbereich, dem Customer Self-Care. Da macht AOE für uns mittlerweile mit zwei Teams die komplette Umsetzung dessen. Da steht natürlich noch ein Vertriebspartnerportal daneben und Ähnliches. Im Prinzip sämtliche Frontend-Themen werden von uns durch die AOE gestemmt. Du hast die Skalierung vergessen, wir sind drei Teams inzwischen. Drei, oh Gott. Ja. So genau, und ich möchte jetzt damit beginnen, euch zu erläutern, wie unsere Zusammenarbeit begonnen hat, nämlich vom Wasserfall zum Scrum. Dabei möchte ich mit euch auch die folgenden Fragen klären, beantworten. Warum wollen oder müssen wir skalieren? Welche Aspekte es bei der Skalierung gibt, sowohl die positiven, wie wir auch in der Einleitung gesagt haben, negativen wollen wir euch auch nicht verschweigen. Was müssen wir skalieren? Wo sind die Vor- und Nachteile? Und welche Erwartungshaltung gibt es? Das, was wir auch uns halt überlegt haben, ist, wenn wir wachsen. Wir sind eigentlich ähnlich gewachsen. Wir sind im letzten Jahr, haben unsere Mitarbeiter bei AOE fast verdoppelt. Und das bringt natürlich auch seine Schmerzen mit. Und Demokratie ist halt nicht unbedingt effizient und einfach, aber wir wollen es halt leben. Also wie können wir in der Organisation skalieren? Wie können wir die Teams skalieren? Und wie gibt es eigentlich Limits? Und was bedeutet das, wenn wir dann skalieren? Ja, und anfangen möchte ich mit euch, wie die Zusammenarbeit begonnen hat. Agil zu arbeiten haben wir auf der Seite von Kongstar vor etwa 5 Jahren. Wir haben mit 3 Teams gestartet, die in 2-Wochen-Sprints unterwegs waren. Das waren 2 Teams, die sich um die Telco-Plattform, das ist quasi unser gesamter Backend-Bereich, kümmern. Und ein Team war damals das AOE-Team. Wir hatten halt 2-Wochen-Sprints. Wenn man jetzt sich so einen Sprint genauer anschaut, sieht man, irgendwie stinkt der. Der sieht komisch aus. Weil dieser Sprint beinhaltete einen Mini-Wasserfall, nämlich eine Coding-Phase, wo wirklich fast ausschließlich kodiert wurde und nachgelagert eine Testphase. Aber es kommt noch schlimmer, gell? Absolutes Unding, geht nicht. Und hat uns auch echt Schmerzen gekostet, das Ganze. Das hatte nämlich Konsequenzen, wenn du jetzt. Es geht nämlich noch schlimmer, ne? Ja, weil was dann nämlich kam, wir konnten nach diesen 4 Wochen, also nach diesen beiden 2-Wochen-Sprints, waren wir noch nicht in der Lage, ein Paket zu liefern, was wir entsprechend deployen können. Nein, wir waren uns über den Status unserer Software so unklar, dass wir diesen 4 Wochen Quality Airbag hinten dran schieben mussten. Das heißt, in diesen 4 Wochen haben wir die gesamte Software im Verbund getestet. Wir haben die wirklich auf Herz und Nieren getestet, um sicherzugehen, dass wir nicht in dieser Entwicklungszeit noch einen Bug reingebaut haben. Erst danach haben wir im Prinzip dem Betrieb das Paket übergeben und gesagt, das kann von uns guten Gewissens auf die Wirk gehen. Ja, und dann kamen die POs, gell? Genau. Trotz allem muss man sagen, das Ganze war ein Riesenerfolg. Erfolg war es deshalb, weil wir wirklich nach 2 Monaten ein Paket hatten. In der vorherigen Welt haben wir da nicht von 2 Monaten gesprochen, sondern von halben Jahren, Jahren und so weiter. Das heißt, eine wahnsinnige Verbesserung. Und weiterer Punkt, die Qualität hat gestimmt. Das, was wir abgeliefert haben, war wirklich astrein. Das hat natürlich dazu geführt, dass die POs und Fachseiten geschrien haben, ja, mehr davon. Wir wollen mehr CRs von euch haben. Wenn man allerdings den Weg sich anschaut, von einem Produktinkrement zum nächsten, diese mehreren Vierecke sollen die Komplexität des Gesamtsystems verdeutlichen. Dieser Weg war für uns insbesondere durch diese lange Verbundtestphase besonders schmerzhaft. Wir haben das dann unternehmensintern immer Scrum-Butt genannt, weil es einfach nicht der lehrbuchhafte Scrum-Prozess war, den wir da gelebt haben. Um den Rufen der Fachseite nachzukommen, nach mehr Features, mehr CRs, hätte man jetzt natürlich hingehen können und einfach sagen können, okay,
wir stellen noch ein viertes Team daneben. Nur was wäre dann passiert? Die Verbundtestphase wäre vermutlich noch weiter gewachsen. Und das war etwas, was wir auf alle Fälle vermeiden wollten, damit wir diesen Release-Zyklus von 2 Monaten, damit wir den halten konnten. Deshalb haben wir diese Idee mit dem vierten Team ganz schnell wieder verworfen. Das führte letztendlich dazu, die Fachseite schrie noch lauter. Und wie kann man dem Ganzen begegnen, zeige ich euch gleich. Vorher noch ein Spruch von einer Scrum-Expertin, agilen Expertin, Gabrielle Benefield aus den USA. Sie sagt, why is everyone hell-bent on scaling agile when they have trouble even getting one team going? Bedeutet, salopp übersetzt, warum zum Teufel ist jeder so heiß drauf, agil zu skalieren, wenn noch nicht mal ein Team vernünftig läuft? Und ich glaube, das spiegelt ganz gut unsere damalige Situation wieder. Also haben wir uns gesagt, wenn wir schon Scrum machen, dann müssen wir es auch richtig machen. Und deshalb haben wir angefangen, die Testautomatisierung einzuführen. Testautomatisierung deshalb, damit wir jederzeit wissen, wie der Status unserer Software ist. Wie gut ist unsere Software? Haben wir vielleicht durch die Weiterentwicklung neue Bugs reingebaut? Gibt es irgendwelche Seiteneffekte und Ähnliches? Das führte dann dazu, dass sich die Sprints insgesamt stark verändert haben. Wir sind in der Taktung geblieben bei den 2 Wochen, aber statt dieser anfänglichen Coding-Phase, nachgelagert Testphase, waren das kleine Inkremente. Wir hatten halt Coding, Testing, Coding, Testing und mittlerweile ist es dann immer weiter zusammengewachsen, sodass wir jederzeit im Sprint wussten, wo wir stehen. Das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, statt dieser 4 Wochen Verbundtestphase, diese Verbundtestphase zu verkürzen auf 2 Wochen und noch einen weiteren 2 Wochen Sprint anzubieten. Das heißt, wir hatten in diesen 2 Monaten Releasezeit auf einmal 2 Wochen mehr Zeit zu entwickeln. Wenn man sich hier unten die Kapazitätsentwicklung anschaut, hier unten waren wir vorher, als wir ohne Testautomatisierung unterwegs waren, dann haben wir hier die Testautomatisierung eingeführt. Dann ging die Kapazität erstmal runter. Das hängt damit zusammen, dass der Aufbau der Testautomatisierung erstmal kostet. Das Ganze gibt es nicht umsonst. Da muss man viel Zeit und viel Arbeit reinstecken, weil letztendlich ist das auch Software, die gewartet werden muss, die muss gepflegt werden. Und ich sage mal, gerade die Anfangszeiten kann von großen Schmerzen begleitet werden. Bis so eine ganze Testsuite durchläuft, kann das dauern. Da muss man da noch optimieren, dass das möglichst schnell läuft. Es gibt Blinkerverhalten bei Tests, ganz unnatürliches Verhalten. Mal laufen sie durch, mal nicht, obwohl nichts an der Software geändert wurde und Ähnliches. Das waren so die klassischen Schmerzen, die wir zu Beginn hatten. Letztendlich merkt man aber auch, danach läuft es auf einmal. Das heißt, die Kapazität steigt stark an und wir können deutlich mehr umsetzen durch die Testautomatisierung, weil wir einfach jederzeit wissen, okay, hier habe ich noch einen Bug, hier muss ich noch was erledigen. Und weil wir halt viel schneller durchkommen. Ne? Also genau. Das verkürzt halt die Testphase massiv. Ja. Ja. Genau. Danach waren wir also wirklich in der Lage, uns Gedanken zu machen, zu skalieren. Und da sind wir wie folgt vorgegangen. Wir sehen hier nochmal die 3 Teams, die wir damals hatten. Und wir sind jetzt nicht einfach hingegangen, haben ein viertes Team aufgebaut, sondern haben erstmal die Kapazität innerhalb der Teams. Ja, aber man sollte echt mal sagen, eigentlich war das die Idee. Ne? Das war natürlich klar, der Fachbereich hat gesagt, wir brauchen mehr Features, also führen wir ein neues Team ein. Und ihr glaubt nicht, was das eine Gegenwehr bei den Entwicklern gab, weil wo wollen wir das neue Team herholen? Alles neue Leute, alles neu aufbauen. Wer hat denn Know-how in dem neuen Team von der ganzen Plattform, die wir da drin haben? Und das ist ein Riesenthema. Ja? Aber es ist natürlich die Alternative. Was ist die Alternative zum neuen Team aufbauen? Wer weiß es? Genau, gute Idee, ja. Überstunden. Ne? Sustainable Pace nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, also haben wir natürlich gesagt, aber auch das, was wir hier vorstellen, hat erstmal Gegenwehr gebracht, aber trotzdem, wir erweitern die Teams, wir machen die Teams größer. Ja? Genau, und deshalb haben wir in jedes Team neue Mitarbeiter gesteckt. Das hatte den Vorteil, die neuen Kollegen wurden von den alten Hasen eingearbeitet, wurden direkt fit gemacht in den Themen, konnten sich sowohl in den Scrum-Prozess einarbeiten, aber auch in die Softwareentwicklung lernten, die Tools kennen und alles.
Hat aber fairerweise, muss man sagen, auch einen Nachteil, weil da kommt ja jetzt auch mehr raus bei, ne? Also nach einer gewissen Zeit. Das heißt, die Leute, die sich um das Team kümmern, zum Beispiel der PO, sagt, oh Gott, wie soll ich denn das alles noch stemmen? Ich habe jetzt ein größeres Team, mehr Features, ich muss da auch was zu machen. Also darauf muss man sich auch einstellen. Das hat uns völlig baff gemacht, dass das erstmal auf Gegenwehr stieß. Wir haben dann auch bestimmte Techniken im Prinzip im Team gefördert. Das war zum einen Pair-Programming, haben wir damals wirklich intensiviert, sind sogar noch weitergegangen. Wir haben Team-Programming etabliert, wo sich wirklich ganze Teams oder Großteil der Teams zusammensetzen, gemeinsam um eine Tastatur, einen Bildschirm oder Beamer und gemeinsam an der Software arbeiten. Was dann Geld kostet. Genau, aber das hat den großen Vorteil, dass das Wissen gerade der neuen Kollegen einfach rasant ansteigt. Und auch die, ich sag mal, alten Hasen lernen auf einmal Themen kennen, um die sie sich vorher gedrückt hatten oder wo sie einfach wenig Berührungspunkte mit hatten. Das heißt, es bringt für jeden im Team was. Das Team insgesamt wird deutlich stärker und das Know-how im Team generell wächst. Also auch ein Riesenvorteil. Wenn wir jetzt weiterspringen auf die nächste Folie, sieht man auch, okay, wir hatten jetzt die genügend Manpower und konnten uns mit der Skalierung beschäftigen. Man hätte jetzt natürlich hingehen können und sämtliche neuen Kollegen in ein Team stecken. Hätte dazu geführt, dass wir natürlich unterschiedlich starke Teams haben. Deshalb sind wir hingegangen, das sieht man hier unten. Wir haben die Großen, das sind immer noch die alten Hasen, da drüber genau. Die haben wir zusammen mit den neuen Kollegen in die Teams gesteckt, damit wir wirklich gleich starke Teams mit gleichem Know-how hatten. Das hat auch den Vorteil, dass diese Teamfindungsphase, die man sonst immer hat, dass die deutlich kürzer ist. Die Kollegen kennen sich, die kennen ihre Macken untereinander, haben sich kennengelernt vorher schon in den Teams und wissen, wie sie miteinander umgehen müssen, wie sie arbeiten können. Deshalb gab es da eine deutlich schnellere Storming-Phase. Und um da mal ein Gefühl zu kriegen, über was wir hier reden an Skalierung, so grob gesagt, innerhalb von anderthalb, zwei Jahren sind wir von 5 bis 6 Leuten auf 17 Leute gewachsen. Das ist natürlich schon ganz schön schmerzhaft. Ja. Und nur wenn man so aus den Teams heraus skaliert, funktioniert das einigermaßen gut, ohne jetzt zu sagen, alles kein Problem. Also das ist schon schmerzhaft. Genau. Wenn man sich jetzt wieder die Managementbrille aufsetzt und allein auf die Kapazitätsentwicklung schaut, wird man erstmal enttäuscht sein. Weil, wie man hier sieht, die Entwicklung, genau, hier hatten wir die Einführung der Testautomatisierung, hier haben wir deshalb auf einmal mehr Kapazität anbieten können, dann haben wir die Teams aufgestockt, das ist auch da gewachsen und schwupp, hier hatten wir das vierte Team am Start. Und die Kapazität bricht ein. Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen kann? Wir haben auf einmal 4 Teams und trotzdem wird das statt mehr weniger. Genau. Abstimmungsaufwand, ja, genau. Das war es letztendlich. Ja. Das sind Kapazität in Sprintwochen. Das ist so eine relativ abstrakte Zahl. Also es ist Nee, das ist letztendlich, ich sag mal Features, Anzahl der Features, die umgesetzt werden können. Also relativ abstrakte Zahl. Nenn es einfach Punkte. Ja. Und das ist auch über alle Teams hinweg, von daher ein sehr abstrakter Wert. Letztendlich kann man sagen, trotz Skalierung, mehr wird weniger. Es ist seltsam oder anders formuliert. Also hier sind ja diese beiden Punkte und da ist auch diese berühmte J-Curve oder J-Kurve, die ihr vielleicht kennt, ja, dass wenn man Veränderungen einführt, dass man dem Management auch klar sagen muss, hier werdet ihr erstmal weniger kriegen. Ja. Und dann sind solche krassen Änderungen, die wir hier machen, die wir uns leider leisten mussten, zu sagen, Testautomatisierung und noch ein weiteres Team, muss man halt vorher sagen, ey, das geht erstmal zurück, weil die Erwartungshaltung ist ganz klar, ihr habt jetzt ein viertes Team, jetzt geht es erstmal richtig aufwärts und das ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Genau. Oh, Hilfe. Also was, das sind Sprints, ja? Nee, das sind Releases, das sind immer 3 2 Monate. Das sind 3 Sprints, Entschuldigung.
Genau. Ja, das Release ist immer gleich lang. Es sind 8 Wochen. Auf den Punkt gebracht kann man das auch, wenn du noch einmal klickst, mit der einfachen Gleichung übersetzen. 4 mal 5 ist kleiner 20. Und womit das zusammenhängt, können wir jetzt auf der nächsten Folie zu. Ja, wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet. Man macht sich halt einfach nicht klar, was Kommunikation, wie übel das eigentlich wirklich ist. Die Leute reden miteinander. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge Kommunikationsaufwand. Aber viel schlimmer ist es halt eben, wenn man die verschiedenen Teams sind. Das spiegelt tatsächlich das wider, was wir eigentlich heute haben. So, wir haben, glaube ich, 10 oder 11 Teams, ne, insgesamt. Und wenn man überlegt, dass mehr oder weniger alle Teams irgendwie miteinander kommunizieren und innerhalb der Teams die wieder miteinander kommunizieren, merkt man, dass man einfach über Kommunikation ein richtiges Skalierungsproblem hat. Ja. Das muss man sich einfach im Klaren machen. Insofern versuchen wir natürlich eher die hier drin zu skalieren, weil das geht dann nicht zu sehr nach außen. Aber das lässt sich natürlich auch nicht endlich durchführen. Deshalb mussten wir einfach in mehrere Teams gehen. Genau. Und dieser Kommunikationsaufwand, der hat Anfang richtig wehgetan. Wenn wir uns anschauen, wir sind auch gewachsen. Es sind aus den 2 Telco-Teams sind es 4 geworden. Dazu kommen dann noch 2 Web-Teams. Dann sind noch weitere Teams hinzugekommen. Einmal ein Data Warehouse-Team und ein Provi-Team. Das heißt, die Teamlandschaft ist deutlich angewachsen. Wie stellt man jetzt diesen erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen den Teams sicher? Wir haben deshalb nicht alles auf einmal, aber wir haben über die Zeit einfach durch die Schmerzen hinweg bestimmte Abstimmungstermine innerhalb der Teams, zwischen den Teams etabliert, um einfach die Kommunikation in irgendeiner Form zu regeln. Dailies dadurch nicht ausschließlich in den Teams, sondern auch Dailies in verschiedenen Interessengruppen. Wir haben zum Beispiel neben dem Dailies in den Teams auch ein Daily der Scrum Master, wo wir uns jeden Mittag um 12 zusammensetzen und einfach untereinander abstimmen, wie ist gerade der Stand bei euch in den Teams. Können wir euch irgendwie unterstützen oder ähnliches? Einfach dort einen kurzen Abstimmungstermin. Dann gibt es auch Weeklies, beispielsweise, dass sich einmal die Woche alle Tester zusammenfinden und gegenseitig austauschen. Dann haben wir verschiedene Communities of Practice, einmal bei der Architektur, bei der Testautomatisierung, beim Design, ganz unterschiedliche. Dann gibt es das ist interessant auch, dass wir die unterschiedlich aufgestellt haben. Ne? Wir haben Communities of Practice lokationsübergreifend. Also muss grob sagen, wir haben in Köln Kongstar, AOE ist in Wiesbaden. Wir haben auch noch einen dritten Partner dabei, die in Österreich sind. Und wir haben Communities of Practice, die wirklich lokationsbezogen sind, zum Beispiel nur innerhalb von AOE, aber zum Beispiel die Tester-Community, die machen dann halt virtuelle Communities genau. of Practice. Ja. Daneben gibt es dann auch noch kurzlebige Community of Practice, wo es konkret um Problemlösungen geht. Die können eine bis wenige Wochen existieren, manchmal länger als gewollt, aber das sind dann kurzfristig oder kurzlebige Community of Practice. Dann gibt es die Release-Retrospektive, das ist ein Termin, den wir nach jedem Release haben, also alle 2 Monate, wo Teamvertreter kommen, alle zum Standort nach Köln. Jetzt frage ich mal, was schätzt du denn, wie viele Leute an so einer Release-Retrospektive teilnehmen? Sagt man eine Zahl? Was heißt denn alle? Okay, was wäre das so? Was würdest du denn sagen, was das für eine Größenordnung ist? Kommen wir schon recht nah, ja. Ja, also wir gehen eher in die 60er-Richtung. Ne? Das ist schon ein Wahnsinns-Invest. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass wir das machen, ich kam ja, habe ja die Gnade der späten Geburt in diesem Projekt, dachte ich, Wahnsinn, was für ein Invest. Also muss ich überlegen, da sind dann wirklich 60 Leute, kommen aus allen Herren Ländern sozusagen angereist nach Köln und machen gemeinsam eine Release-Retrospektive. Das muss man sich als Management auch erstmal trauen zu tun, weil viele gucken dann auf die Kosten. Aber es ist wirklich unfassbar, was da auch an positiven Dingen bei rauskommt. Also das machen wir wirklich. Ja, vor allem kommen da auch einfach mal Punkte auf den Tisch, teamübergreifende Punkte, wo halt das eine Team vielleicht bisher gar nichts von den Schmerzen des anderen Teams wusste. Und das ist so ein Termin, wo man sich gegenseitig austauschen kann und an einer Lösung arbeiten kann.
Eine typische Art und Weise, wie wir das machen, sind Open Spaces. Genau. Dann haben wir einen weiten Termin. Wer das rauskriegt, was das heißt, der kriegt von uns eine Kongstar Prepaid-Karte. Wer weiß, was DGRDSM ist. Schade. Wie bitte? Nee, nicht ganz, es ist ein Termin. Genau. Ja, war das? Ich glaube, wir müssen wirklich so ein Ding holen. Jetzt müssen wir, oben ist, ich habe... Wir werden einen Weg finden für dich. Ich wäre nie drauf gekommen, dass es jemand redet, aber sehr gut. Der große Rat der Scrum Master, genau. Richtig. Das war ursprünglich ein Termin, den haben wir dazu genutzt, um neue Kollegen, neue Scrum Master, möglichst schnell einzuarbeiten, wo wir ihnen erläutert haben, wie wir gemeinsam arbeiten, welche Teams es gibt. Der Termin hatte aber über die Einarbeitung Bestand. Mittlerweile hat sich das so als fester Austauschtermin, wo wir uns gegenseitig austauschen, Erfahrungen den anderen mitteilen, aber uns auch gegenseitig beraten, wo wir einfach auch mal Testballons fahren. Wenn einer beispielsweise sagt, ich würde gerne in der Retro mal Folgendes ausprobieren, bin mir aber nicht so sicher, sollen wir das nicht vielleicht einfach mal in der Runde machen? Dann wäre das genau der richtige Termin. Also das muss man auch sagen, wenn man mal die Retros sieht, die bei euch so laufen. Die Kollegen sind unheimlich kreativ, was diese Agile Games sind. Und da kommen halt sehr viel Austausch dabei. Ne? Da kann man ja ohne weiteres die gleichen Dinge mal in einem anderen Team machen und man muss sich nicht alles selbst erarbeiten. Das ist ein Riesenmehrwert. Das ist im Prinzip eine Art Community of Practice, ne? Genau. Eine spezielle. Ja. Ja, da muss ich einfach was sagen, ja, also das ist unfassbar. Also wenn ich über Kongstar manchmal schwärme, wenn ich irgendwie erzähle, ich arbeite bei Kongstar, dann kommt das eigentlich immer auf den Tisch. Man muss sich überlegen, wir machen bei Kongstar einen Hackathon. Also jeder Entwickler, der so mal arbeitet, findet schon mal Hackathon cool. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich alle, man trifft sich, arbeitet ab einer gewissen Uhrzeit dann auch mit einem Bierchen bis in die Nacht weiter an irgendwelchen Dingen. Und was ich total faszinierend fand, Kongstar steht wirklich so hinter dem Hackathon, dass sie uns AOE presst, daran teilzunehmen. Und zwar, wie machen die das? Die sagen einfach, okay, entweder ihr kommt zum Hackathon oder ihr dürft in dieser Zeit nicht weiterarbeiten und auch nicht fakturieren. Also wir könnten zwar zu Hause bleiben, aber das dürfen wir nicht aufschreiben als Arbeit. Das heißt, wirklich, dieser Invest dahin wird wirklich ernst genommen und wir haben in den letzten Malen, das hat sich jetzt richtig etabliert, wir machen das zweimal im Jahr. Und meine Erfahrung, ich war jetzt zweimal dabei, dass da wirklich coole Sachen bei rauskommen, also Dinge, die Teams normalerweise nicht machen können, innovative Dinge. Und das ist natürlich auch ein unheimliches Networking-Thema, dass man sich auf einmal kennenlernt, auch persönlich kennenlernt. Also dieser Invest kann ich nur weitergeben, tolle Sache. Also abgesehen davon, dass es natürlich auch cool ist, ja. Geboren wurde der Hackathon übrigens in einer der Release-Retrospektiven. Das war ein Vorschlag von mehreren Entwicklern und dann haben wir uns in der Release-Retrospektive Gedanken gemacht, wie wir das Ganze denn organisieren können. Und ich glaube, 2 oder 3 Monate später hatten wir den ersten Hackathon. Mhm. Mittlerweile ist es ein fest etablierter Termin. Nächster Termin ist im Dezember und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich auch. Und dann gibt es noch einen Termin, nämlich Scrum of Scrums. Genau, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Was eigentlich Scrum of Scrums sind, weil was ich die Erfahrung gemacht habe, ist ganz oft, dass die Antwort auf alle Fragen für die Skalierung von Scrum ist Scrum of Scrums. Kaum macht der Scrum of Scrums, funktioniert das. Erstens mal findet man ganz häufig eigentlich das Problem, dass die meisten gar nicht wissen, wie Scrum of Scrums ist. Und ganz ehrlich, als ich vor 2 Jahren, ich habe immer wieder auch gesagt, ja, macht Scrum of Scrums, also richtig wusste ich es nicht. Ging dir wahrscheinlich auch so, ne? So die echten Regeln kennt man nicht. Und es gibt tatsächlich Regeln, ja. Und so ein typisches Thema ist, dass man zum Beispiel beim Scrum of Scrums die Scrum Master dann dahin schickt, ne? Zu dem Scrum of Scrums. Und das ist einfach falsch. Erstens mal ist es so, dass es ist eine Delegation aus dem Team und bei kleinen Anzahl von Teams kann man auch mal mehr, ruhig 1 oder 2 Leute hinschicken. Das zweite ist, es sollten tendenziell Leute sein, die Ahnung haben. Also ich meine natürlich inhaltlich Ahnung haben und nicht so die Scrum Master. Die wissen natürlich den Prozess, die können gut machen, aber es geht ja hier um den Austausch der einzelnen Teams. Und das nächste ist, dass man, wenn man dorthin geht, dass das keine Lifetime-Sache ist. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt bestimme, dass der Timo oder der Thorsten, die da hinten aus unserem Team sitzen, dass sie das jetzt für immer machen, sondern das Team entscheidet einfach, lass uns mal den oder den es eine Weile machen
und dann tauschen die auch im Team mal durch. Und das finde ich relativ wichtig. Das größte Problem, was ich euch mitgeben kann, wo ihr wirklich dran arbeiten müsst, eine gute Lösung zu finden, ist, es bringt nichts, wenn die Leute Informationen aus dem Team in das Scrum of Scrums mitnehmen. Die Information muss auch zurückfließen. Und da ist natürlich die Frage, wann findet das Scrum of Scrums statt? Ist es morgens? Kann derjenige, der ins Scrum of Scrum geht, eigentlich noch nicht viel mitnehmen? Ist es abends? Kann er nicht viel mit zurückbringen? Und außerdem muss derjenige, der zurückgeht, sich natürlich auch Gedanken machen, wie sagt er das dem Team? Also holt er das Team jetzt gleich wieder zusammen und schon sind sie wieder aus dem Fokus raus? Also das ist gar nicht so einfach, wie das klingt, und es ist nicht die Lösung aller Probleme. Allerdings haben wir das tatsächlich auch jetzt eingeführt. Wir haben ja unsere Dailies, die machen wir übergreifend, das heißt also lokationsübergreifend morgens. Dem Team fehlt dann aber sowas wie ein Daily, was sie als Entwickler haben. Dann haben wir Dev-Dailies eingeführt, da erzähle ich nachher was. Und dann haben wir mit Scrum of Scrums gearbeitet. Das heißt, wir haben ganz viel ausprobiert und wir haben inzwischen eine Mischung von dem allen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass ihr wirklich diese Dinge für euch ausprobiert und guckt, was passt am besten und wie kann man die mischen. Das ist das, was ich eben meinte, dass die Kollegen dann irgendwann sagten, wir brauchen aber so eine Art Daily, wo wir uns mehr technisch austauschen können, wo auch mal eine Diskussion zugelassen ist. Und jetzt, wenn man jetzt sich wieder überlegt, wir sind 17 Leute, man macht ein Daily, wo man dann jetzt wirklich drüber diskutiert, was man macht, da hat man natürlich wieder ein Effizienzproblem. Auf der anderen Seite braucht man eine Plattform, wo man sich aber auch austauschen wollen. Und wir hatten halt eben am Anfang ein Developer Daily, das haben wir jeden Tag gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es dann gedauert hat, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und irgendwann haben die Entwickler auch gemerkt, das ist alles andere als ineffizient, alles andere als effizient. Und dann haben wir halt eben gesagt, das kostet uns zu viel Zeit. Aber das Interessante ist, das kam auch von den Entwicklern. Wir wollen arbeiten, wir müssen uns austauschen, wir wollen aber auch arbeiten. Und dann haben wir das zurückgenommen. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, dann machen wir aus diesem Developer Daily, was wir mittags so gegen 3-4 Uhr gemacht haben, das haben wir dann zurückgefahren, komplett von jedem Tag auf einen Tag und haben experimentiert, wie funktioniert das für uns. Also das heißt, wir haben als Team jetzt gesagt, wir machen das einmal in der Woche. Und was ist passiert? Man hat gemerkt, das war zu wenig. Und jetzt ist heute, einfach mal als Beispiel, wie wir es heute machen, wir haben jetzt so eine Mischung. Wir haben zweimal die Woche unser Developer Daily, was also im Prinzip ein bisschen länger dauern darf, wo man auch diskutieren darf, wo man mal Probleme erörtern kann, das zweimal die Woche, und dreimal die Woche machen wir ein Scrum of Scrums. Und so haben wir eine Mischung für uns gefunden zwischen, das kostet uns Zeit und das ist effizient. So. Dann standen wir, wann war es denn genau? Ich glaube Mitte letzten Jahres vor einer ganz neuen Herausforderung, die auch dem stetigen Wachstum geschuldet war. Nämlich, wir mussten eine zweite Produktionsstraße aufsetzen. Wir sehen hier das Teambild, was wir ja vorhin schon gesehen habt. Und parallel dazu gibt es dann auf der rechten Seite ein neues Produktionssystem. Wieder diese Quadrate mit zwei neuen Teams, die sich darum gruppieren. Systeme in etwa gleich, was sie fachlich und technisch leisten, allerdings auf unterschiedlicher Basis. Wir haben hier noch zwei Teams, die auf beide Systeme zugreifen. Sowas lässt sich nur bewerkstelligen, wenn man wirklich lose Kopplung lebt und diese von Anfang an auch berücksichtigt und etabliert. Auch das war eine Idee, dass wir skalieren, aber auf eine andere Art, ne? Genau. Dann kommt noch hinzu, die Systeme sind nicht wirklich komplett voneinander getrennt, sondern es gibt Codebestandteile, die sind für beide Systeme gleich. Da kommt dann sogenannter Shared Code zum Einsatz, der wirklich auf beiden Plattformen verwendet wird. Da wirst du, glaube ich, gleich noch was zu erzählen. Genau. Ja. Ja, also wir haben dann die Situation, wir haben uns im Webteam tatsächlich entschlossen, dass wir nicht die Plattform einfach kopieren, also sozusagen, was die Entwickler als Forken bezeichnen, sondern wir haben eben gesagt, wir haben Teilbereiche, die werden von beiden Plattformen benutzt, und wir haben Bereiche, die jeweils quasi als Plugins oder Extensions, wie auch man immer es nennt, dann spezifisch für die Plattform integriert werden können. Und
Ein guter Weg, wie man damit umgehen kann, ist, dass man eben sagt, ich habe, also die Systeme sind einigermaßen lose gekoppelt und ich habe eben jetzt Team 1 braucht irgendwas von dem Team 2. Das heißt, Code Ownership ist eigentlich beim Team 2. Und die Idee ist dann, dass man sagt, okay, Team 2, kannst du mir das machen? So, jetzt gibt es zwei Situationen, Team 2 hat Zeit oder Team 2 hat keine Zeit. Wenn Team 2 keine Zeit hat, dann wird abgestimmt, wie man das macht. Team 1 übernimmt das, holt sich quasi erstmal eine Kopie oder im Git-Umfeld würde man sagen ein Pull-Request. Ja, das heißt, ich hole mir erst eine Kopie, auf der arbeite ich, mache die Verbesserungen, führe sie dann praktisch auf meiner Plattform ein und wenn es dann zurückgehen soll, dann wird es von diesem Team reviewed. Und damit ist das Code Ownership wieder dargestellt. Also das ist ein Weg, wie man auch eine Entkopplung ganz gut von Teams herstellen kann. Auch das hat immer wieder seine Schmerzen, klingt auch immer besser auf so einer Folie, als es ist, aber es ist ein ganz guter Ansatz. Auf der Folie sehen wir nochmal die Entwicklungsschritte von der Zeit vor etwa 5 Jahren, wo ich begonnen habe zu berichten, bis heute. Ein Team habe ich da sogar unterschlagen. Man sieht so in den verschiedenen Farben die verschiedenen Teilbereiche, wo entsprechend Teams dahinter stehen. Was wir hier sehen, wir hatten hier angefangen mit 3 Teams. Wir sind mittlerweile bei 10 Teams und die Kapazität hat sich in der Zeit mal fast verfünffacht, sogar fast versechsfacht. Ja, sechsfacht, ja. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Und was man hier auch sieht, sind nochmal die verschiedenen Phasen. Das habe ich euch ja bereits erläutert. Hier war der Einbruch durch Einführung der Testautomatisierung. Dann hier auf einmal das 4. Team. Danach ging es dann aber auch weiter. Es sind neue Teams hinzugekommen, beziehungsweise neue Bereiche und so wird immer weiter aufgestockt. Ab Anfang des Jahres müsste da eigentlich noch ein weiteres Team sein, sodass wir da im Prinzip über 60 Kapazitätspunkten sind. Also eine deutliche Steigerung innerhalb von knapp 5 Jahren. Mhm. Und jetzt möchte ich gerade noch mal ein bisschen einen anderen Schritt gehen. Also das war ja sehr stark im Kongstor-Umfeld. Aber wo ich mal zeigen will, ist, dass es auch Skalierungsprobleme gibt, wenn man nicht in großen Teams, sondern in kleinen Teams. Klingt irgendwie komisch, ne? Also im kleinen Team, wieso habe ich da ein Skalierungsproblem? Also erstmal muss man sich natürlich überlegen, wie skaliert man, ne? Also die klassische Variante ist, dass ich eigentlich so waagerecht skaliere, ne? Also ich schneide da in der Mitte durch, hat sich bestimmt rumgesprochen, ist keine so eine tolle Idee. Das heißt, die Lösung ist ja meistens, dass man sozusagen Feature-Teams macht. Das Wesentliche ist eben, dass man, das ist auch gang und gäbe heute in der agilen Community, dass man praktisch End-to-End-Verantwortung hat. Und End-to-End-Verantwortung heißt wirklich im Zweifel von der Analyse bis ins Deployment. Ja? Und hier ist auch nochmal interessant zu sehen, dass man zwar Feature-Teams hat, aber hier vielleicht nochmal ein Spezialistenteam, so ein Web-Services-Team oder nochmal ein Infrastruktur-Team, was ja auch nochmal eine ganz andere Konnotation an der Stelle hat. Ja? Das ist ganz andere senkrechte Schnitte, die ich da habe. Denn das würde eher übergreifend für alle Teams arbeiten. Das Bild, was ihr hier seht, das kennen viele, die sich in der Community auskennen, sicherlich von Spotify. Es ist ein bisschen anders, ist leicht angepasst, aber das spiegelt relativ gut wieder, wie wir uns teilweise bei AOE aufgestellt haben. Das heißt, wir haben ein Team hier beispielsweise könnte man sagen, ist hier das Kongstar-Team, das wären 3 Teams, die jeweils ihre POs haben. Und wir haben tatsächlich noch weitere Teams, die auch ähnliche Dinge tun, wie wir bei Kongstar tun. Und diese Teams haben dann sozusagen auch nochmal eine eigene Gruppe und die müssen sich aber trotzdem, oder die wollen sich auch irgendwie austauschen, weil sie ähnliche Themen haben. Also es ist wirklich dann auch so, dass man von den Leuten übernehmen kann und auch lernen kann. Und da bilden sich dann bei uns so Community of Interests. Also wir haben Leute, die sich über Frontend-Themen unterhalten, wir haben Leute, die sich eben über Agile-Themen unterhalten, Security-Themen und so weiter. Und eines der Probleme, die ich finde, die es bei Skalierung gibt, also wir reden jetzt auch über Organisationsskalierung, ist, wenn man wächst und wächst und wächst, und ich hatte ja erwähnt, wir haben uns quasi verdoppelt in den letzten 12 Monaten, dann hat man ein Alignment-Problem. Diese Folie habe ich geklaut von Henrik Nieberg,
mit jeglicher Ehrfurcht, die ich vor ihm habe. Und ich finde es einfach ein ganz wichtiges Thema, was mir sehr geholfen hat, zu sagen, okay, wenn ich hier Freiheit meinen Leuten gebe und also Autonomie, das zu tun, was sie möchten und keine Alignment geben, also überhaupt keine Vorgaben, dann machen die, tun lassen, was sie wollen. Ob das auf Dauer gut ist, kann man sich natürlich fragen. Und wenn man so diese Anforderung hätte, so we need to cross the river, und dann hat man natürlich ein starkes Alignment, indem man sagt, nicht nur die Frage stellt, sondern auch klar vorgibt, was zu tun ist. Ja, das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, we need to cross the river, figure it out how. Das heißt, ich habe hier ein starkes Alignment, aber eine hohe Autonomie den Leuten zu überlassen, was sie tun sollen. Das ganz Schlechteste, was man tun kann, ist eigentlich zu sagen, ich sage den Leuten eigentlich nicht, was sie tun sollen, und ich hoffe, dass sie es von selbst tun. Und was in dieser ganz profanen Aussage eigentlich drin ist, dass man wirklich, wenn man skaliert, irgendwann mal in der Organisation auch gewisse Rahmenbedingungen setzen muss, weil sonst jeder sich in eine andere Richtung bewegt, und das tut weh. Und interessanterweise ist es so, dass es auch früher oder später die Mitarbeiter einfordern und sagen, ja, wie sollen wir es denn jetzt machen? Und deshalb ist das eine Sache, die uns sehr viel weitergebracht hat, dass wir auch irgendwann mal von den Mitarbeitern eingefordert auch wirklich Vorgaben machen, wie wir es denn eigentlich möchten. Und das gebe ich euch gerne mit, das hat uns wirklich sehr geholfen. Ein weiteres Thema ist, was auch viele nicht hören wollen, ist, wenn man skaliert, dann skalieren die übergreifenden Themen einfach nicht mehr. Also ich habe hier eben Teams, und jedes Team hat sein PO, kennen wir alle. Ja, dann bekommt natürlich jedes Team auch seinen Scrum Master. Kann man darüber reden, ob man übergreifende Scrum Master nimmt oder nicht. Da gibt es zwei unterschiedliche Philosophien. Bei uns ist es so, jedes Team hat seinen eigenen Scrum Master. Naja, wenn man dann halt viele POs hat, dann müssen die sich natürlich irgendwann abstimmen. Dann gibt es eine Lösung, dass man einen Chef-PO einführt. Na, bei den Scrum Mastern ist es ein bisschen anders. Da ist, würde man nicht sagen, das ist ein Chief Scrum Master, sondern das ist eher so eine Art Agile Coach. Das ist also einer, der die Gruppe zusammenhält und die Scrum Master im Prinzip voranbringt im Sinne des Servant Leaderships. Ja, wenn hier ist jetzt so eine Linie. Wenn ihr euch vorstellt, dass eben das Development Team eben nicht dort sitzt, wo der PO und der Scrum Master sitzt, dann hat man ein Problem. Tatsächlich ist das aber etwas, wie es bei uns passiert ist. Ne? Genau. Also die POs sitzen halt eben in Köln, und man höre und staune, die Scrum Master sitzen auch in Köln. Ja? Die Scrum Master der Entwicklungsteams sind tatsächlich in Köln. Und der Arne ist so ein Scrum Master, und wir kennen uns inzwischen eine Weile, und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, das ist echt ein klasse Scrum Master. Aber du hast halt einfach ein Problem, die Vibrations sozusagen von dem Team mitzukriegen. Ja? Und deshalb haben wir uns nach einer schweren Herzens irgendwann entschieden zu sagen, lass uns doch sozusagen einen internen Scrum Master etablieren. Und jeder, der das normalerweise hören würde, ohne dass ich das so mit Hintergrund erzähle, würde sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja, ihr habt einen internen und einen externen Scrum Master. So war auch das Ergebnis erstmal. Da gingen ganz viele Ängste auf dieser Seite, natürlich du nicht, aber andere, die auch sagen, Moment mal, bin ich denn jetzt obsolet? Ich, Scrum Master, tue ich meinen Job nicht richtig? Das hat einfach was damit zu tun, dass er seinen Job einfach nicht richtig tun kann. Bestimmte Dinge nicht. Und insofern ist das heute aber ein wirkliches super Koexistenz zwischen dem internen und dem externen Scrum Master, die sich top ergänzen. Und ich bin ganz froh, dass das inzwischen etabliert ist, auch über diese Schmerzen hinweg. Ja. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Zeit verbringen die? Das ist natürlich keine Vollzeitrolle, das ist ja eine Rolle, ne? Aber das heißt nicht, dass die Vollzeit diese Tätigkeiten machen. In Köln ist es zum Beispiel so, dass die Scrum Master eben nicht nur Scrum Master sind, sondern auch IT-Analyst, die machen noch eine ganze Menge andere Dinge nebenbei. Und bei uns ist es so, dass die internen Scrum Masters auch alle Entwickler sind und das teilzeitmäßig machen. Also eine ganz klare Teilung ist, dass fast immer die Scrum Master von Köln die Retrospektiven machen, das Planning, also den ganzen Sprintwechsel machen. Und das funktioniert ziemlich gut. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, dieses Konzept überhaupt zu erzählen, weil da so viele Ängste überall waren. Aber inzwischen hat sich das so etabliert, und das Vertrauen ist auch gewachsen zwischen den Teams, dass man das echt erzählen kann.
Eine Variante, die wir heute nicht haben, also jetzt im Kongstar-Umfeld, aber die auch sehr oft gelebt ist, wenn man getrennte Teams hat, dass man halt hier so ein Proxy-PO hinsetzt. Ne? Durch die Entfernung des Teams, dass man näher fachlich am Team ist, was wiederum heißt, dass der PPO und der PO ein Herz und eine Seele sein muss. Also es ist alles keine guten Lösungen, aber das sind irgendwann Lösungen, die man machen muss, damit es vernünftig funktioniert. Und was uns jetzt in letzter Zeit noch erhascht hat, also wo wir auch gesagt haben, tja, eigentlich wollen wir es nicht, aber irgendwie brauchen wir es dann doch, ist, dass wir gemerkt haben, dass diese Teams übergreifend, nein, sagen wir erstmal nicht übergreifend, die Teams fangen an, sich selbst zu optimieren. Die arbeiten alle mehr oder weniger am gleichen Produkt, aber da ja jeder seinen eigenen PO hat, hat ja jeder nur sein eigenes Ziel erstmal im Augen. Das heißt, es fehlt jemand, der eigentlich übergreifend da drauf guckt. Und dann fängt man leider wieder an zu denken, oh Mann, brauchen wir jetzt eine Hierarchie oder was? Und das ist halt ein schwieriges Thema. Und da haben wir wirklich Wochen für gebraucht, auch im Team, ein ganz schönes Storming drin gehabt. Sind jetzt mit einer Lösung rausgekommen, wo ich auch sagen muss, diese Lösung ist jetzt ganz neu für uns. Wir müssen auch nur erstmal schauen. Ich finde es immer toll, wenn Henrik Nieberg ganz tolle Lösung wie bei Spotify sagt. Und wenn er sagt dann auch, wenn ich euch das präsentiere, ist es wahrscheinlich schon längst nicht mehr so, wenn ihr es lest, wie ich es euch heute präsentiere. So ist das wahrscheinlich bei uns auch. Wir haben uns dann überlegt, wer in den Teams könnte eigentlich Verantwortung tragen, weil irgendwann stellt sich das Thema, wer treibt etwas, wer kümmert sich um was, wen kann ich ansprechen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ihn jetzt mal Tech Head genannt, aber im Sinne des Servant Leaderships, es ist nicht jemand, der über dem Team steht, sondern wirklich auf Augenhöhe und der sich einfach darum kümmert, dass technologisch alles im Rahmen bleibt, dass alle Teams im Prinzip das Gleiche machen. Er gibt überhaupt nicht vor, was das Team zu tun hat, sondern koordiniert die Teams. Ja? Und sowas Ähnliches haben wir dann, das sind keine vollen Rollen, will ich auch gleich sagen, die jetzt hier 100% ihre Arbeit tun, aber das sind einfach Rollen, wo wir merken, das scheint etwas, was uns hilft und so tatsächlich schneller machen wird. Wir haben jemanden, der kümmert sich um das Team intern, also guckt auch so ein bisschen darauf, dass es Feedbackgespräche gibt, ja, dass die Teams gut miteinander kommunizieren, kümmert sich um das Thema Urlaub. Und wir haben halt eben nochmal jemanden, der sich auch ein bisschen darum kümmert, den Kontakt nach außen zu halten zum Kunden, weil wir haben so... Das eine Thema ist, dass man immer mal einen Ansprechpartner braucht, von draußen auch, weil wenn es heißt, wen spreche ich denn an bei architekturellen Fragen? Ah ja, das Team. Das ist nicht wirklich schön für einen externen Ansprechpartner. Da ist es schon gut, wenn er sagt, okay, geh mal auf den zu, der koordiniert das für dich. Und ähnlich ist es halt eben so, was mache ich denn, wenn wir neue Leute bei euch im Team brauchen, wenn wir die Teams verändern wollen? Und dann gibt es halt hier einfach die Ansprechpartner, die sich drum kümmern. Es ist vom Gefühl her ist es nicht die beste Lösung der Welt, aber es ist die Lösung, die wir gerade am Ausprobieren sind. Ja, genau. Genau, das ist eine gute Frage. Sind das Leute aus dem Teams? Ja, genau. Und tatsächlich ist es so, die haben sich daraus, wir haben wirklich ganz, ganz viele Treffen gehabt, wo wir überlegt haben, wenn wir über übergreifende Tätigkeiten reden, welche sind das denn? Und dann wurde auch schnell die Frage gestellt, kann das nicht eigentlich das Team selbst machen? Und dann gab es dann irgendwann die Situation, wir haben Einzelrollen, also Einzelpersonen, die übernehmen, wir haben feste Gruppen, die habe ich jetzt gar nicht hier erwähnt, wir haben lose Gruppen, also nur Community of Interest und wir haben alle. Und es gab dann Tätigkeiten, wo wir gesagt haben, da kümmert sich alle, da brauchen wir keine verantwortliche Person, das geht auch so. Also ich sage mal Pünktlichkeit, ja, wäre so ein Thema, Disziplin. Und so haben wir uns jetzt aufgestellt und das ist aus dem Team herausgekommen. Wichtig ist auch, das ist halt, wird halt gerade ausprobiert. Wenn wir merken, das ist kein gangbarer Weg, dann sagen wir auch einfach, okay, das war ein Versuch, aber wir belassen es dabei. Ja. Wir müssen uns was anderes überlegen. Das muss man halt immer in diesen Prozessen machen. Was ich sehr schön dabei festgestellt habe, ist, dass dann überhaupt erstmal diese ganzen Themen auf den Tisch kamen. Das Team hat sich überlegt, brauchen wir sowas? Brauchen wir denn Verantwortung? Brauchen wir jemanden, der sich darum kümmert? Was macht ihr denn eigentlich, die das heute schon so ein bisschen macht? Ja? Ist uns gar nicht transparent. Und das hat über so eine Storming-Phase zu unheimlich viel Erfahrung, glaube ich, auch Reife in dem Team geführt, wo ich heute im Sinne des Teams ganz schön stolz drauf bin. Was ich auch noch, wie viele Minuten haben wir noch? 10, gut, passt.
Wo ich auch nochmal drauf eingehen will, ist dieses Thema Operation Ops, also Betrieb Ops, also die Leute, die einem sozusagen die Infrastruktur bereitstellen. Und was man ja früher so kennt, ist, dass so die, ja, die Infrastrukturleute, ist jemand hier, jemand, der sowas macht? Ja, Steffen auf jeden Fall, das weiß ich. Die eher so, die sind, also ihr müsst das so machen und an uns kommt ihr nicht vorbei und genau so müsst ihr es machen und anders gar nicht. Ja, das ist so die alte Philosophie. Und das geht eher zu auch diesem Servant Leadership Gedanken rüber, dass wir sagen, das sind eher die Enabler, die sich auch jetzt als Dienstleister sehen. Und um mal ein Beispiel zu nennen, bei AOE ist es halt so, dass wir immer stärker virtualisieren, also auch die Entwickler ihre eigenen Entwicklungs also VMs auf den Maschinen haben, das über Chef oder Puppet eben provisioniert wird. Und das hat uns am Anfang, haben das unsere Ops-Leute gemacht. Und als wir die dritte Veränderung dieser Box haben wollten, dann sagen sie, so, jetzt reicht's, wir bringen euch das jetzt bei. Und euch heißt das Entwicklungsteam. Also wir sehen uns als Vorreiter, irgendwelche neuen Ideen zu machen, aber wir wollen eigentlich, dass wir nicht das auf Dauer machen, das skaliert nämlich bei uns gar nicht. Wir bringen das Know-how ins Entwicklungsteam rein. Und das finde ich ein Wahnsinnsfortschritt an der Stelle. Und bitte, das ist nicht das DevOps-Team. Ja, ich höre es immer wieder, ich habe die Rolle DevOps. Es gibt keine DevOps. DevOps ist eine Philosophie, das heißt, als Ops denke ich als Dev und als Dev denke ich wie ein Ops, aber es gibt keine DevOps. Also wenn ihr irgendwo in einer Stellenausschreibung seid, wir suchen einen DevOps, sehr interessant. So zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen was zeigen. Ein großes Problem ist eigentlich, wenn ich ein kleines Team habe, also wenig Leute, die viele Dinge tun. Kennt ihr das? Die unterschiedlich, mehrere Projekte oder unterschiedliche SLAs, also unterschiedliche Anforderungen, entweder ad hoc was machen oder langfristig machen. Und ein schönes Beispiel ist eben unser Team in den USA. Die Kollegen, das sind glaube ich 5 oder 6 Entwickler, haben wirklich einige Projekte an der Backe, inklusive Maintenance. Und die haben unheimliche Schmerzen gehabt. Was sie dann gemacht haben, das ist ein Weg, eben, dass man sich Policies gibt. Also, dass man einfach mal sagt, okay, wie wollen wir arbeiten? Hier habe ich einfach mal ein Beispiel gemacht, was die sich gesagt haben. Sie haben gesagt, okay, sie, typisch Kanban, ich habe eine Fastlane. Das heißt, wenn Dinge, die hohe Priorität haben, aber keine Emergency sind, dann werden die gemacht. Das ist ein typischer Kanban-Ansatz. Dann haben sie auch so für Emergencies 1 Stunde pro Woche. Und das Interessante ist, dass das dem PO auch gesagt wird. Also hier, es gibt Notfälle, das ist so, verstehen wir auch, aber früher war das, dass alles für dich ein Notfall ist. Und jetzt hast du nur noch 1 Stunde pro Woche, überlegst dir gut. Beim nächsten Mal ist es nämlich so, ist es keine Emergency, dann musst du es hinten anstellen. Auch was sie gesagt haben, wir machen, auch wenn wir keine Sprints machen oder wir machen kein echtes Kanban, trotzdem machen wir Retrospektiven. Sagt keiner, dass das nicht machbar ist. Und was für sie auch wichtig war, die waren eigentlich immer so, die waren nicht im Flow, die waren eigentlich nur im Reaktionsmodus. Und dadurch kriegt man natürlich auch keine Innovation mehr hin. Also haben sie gesagt, sie machen so einen R&D-Day, haben so ein Board of Wishes gemacht. Und dieser R&D-Day, der ist dann halt einmal im Monat und dann wird halt wirklich Innovatives gemacht und dann wird an dem Tag auch gar nichts anderes gemacht. Also das ist ein Weg, wie man das lösen kann. Einen anderen wirklich interessanten Weg, und dann komme ich zum total innovativen Variante. Das nächste ist das Thema Fokus. Das haben wir zum Beispiel auch in unseren Teams, in den Kongstar-Teams. Wenn man sich überlegt, dass wir ja hauptsächlich neue Features entwickeln wollen, gibt es aber sowas ganz Unangenehmes, was nebenbei ist. Wer weiß es? Man hat dummerweise noch ein Produktivsystem. Ja, man muss Wartung machen. Und das stört eigentlich. Ne? Und das Blöde ist, dass man dauernd angesprochen wird von außen, hier ein Thema, da ein Thema, kannst du mal. Und wir haben uns einfach entschlossen, wir müssen einen Weg suchen. Wenn heute jeder die ganze Zeit unterbrochen wird, machen wir es doch lieber so, dass nur einer unterbrochen wird und die anderen können in der Zeit in Ruhe arbeiten. Und daraus ist das entstanden, was eben jetzt hier steht. Im IT-Team, die haben das gleiche Thema, da gibt es den The Week's Friendly Ghost, was recht goldig ist. Ja, das heißt, ich weiß, in der Woche ist halt eben hier der Johannes derjenige, den ich ansprechen kann. Alle anderen können in der Zeit Ruhe arbeiten. Und das haben wir im Kongstar-Team auch, wir haben hier das Support-Flag.
Das heißt, derjenige, der das Support Flag hat, der ist halt der Ansprechpartner. Und das Neueste, was wir jetzt eingeführt haben, das ist auch wieder ein Skalierungsthema. Zum Teil ist es eben so, dass eins von den drei Teams viel zu tun hat und ein anderes nicht so. Und das geht einfach unter, das weiß keiner. Und deshalb haben wir jetzt einen eingeführt, der heißt der Load Balancer. Der ist bei allen drei Dailies dabei und hört zu. Und dessen einzige Aufgabe ist es, praktisch Kommunikation zwischen den Teams zu treiben und zu sagen, hier, Team 3 hat ein Problem, könnt ihr nicht mal da helfen und ein bisschen Lastverteilung machen. Und das hat zu sehr viel Austausch geführt und auch dazu geführt, dass die Teams sich stärker helfen. Alles Hilfskonstrukte, die in Richtung Experimente gehen und ihre Vor- und Nachteile haben. Aber das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Das hier finde ich total faszinierend. Habt ihr es schon mal erlebt, dass ein Team gleichzeitig Kanban und Scrum macht? Also ich habe das, du hast es schon mal gesehen? Gleichzeitig oder hintereinander? Nacheinander. Also das ist jetzt ein Team, was gleichzeitig macht. Und das Team besteht aus 6 Leuten. Das kann doch nicht sein. Aber es ist trotzdem eine faszinierende Sache, wenn man mal drüber nachdenkt. Und ich fand es total cool, was sie sich ausgedacht haben. Weil was das Problem von denen ist, sie haben nicht verschiedene SLAs. Sie haben einmal Ad-Hoc-Probleme. Also das ist unser IT, also unser Ops-Team. Die haben Ad-Hoc-Probleme. Also es kommt jemand an, mein PC ist kaputt. Ja? Dann haben sie Sachen, die kürzere Dinge sind, die so reinkommen und ja, mit mittelfristiger Zeit gemacht werden, aber sie haben halt auch strategische Themen. Sie müssen sich in neue Themen einarbeiten, müssen eine neue Serverlandschaft, eine Private Cloud aufbauen oder so weiter. Und die haben gesagt, wenn wir nach einer Art arbeiten, funktioniert das nicht. Und was echt witzig ist, dass sie gesagt haben, sie haben eigentlich einen Backlog und aus dem bedienen sich. Die Ad-Hoc, die landen immer an dem Friendly Ghost, den ich gerade erklärt habe. Das heißt, der steht vor allen und ist der läuft nur durch die Gegend und sorgt dafür, dass die anderen arbeiten können, sozusagen. Und dann haben wir hier das Team, was sprintet. Das sind 2, maximal 3 Leute und die arbeiten an den strategischen Themen langfristig. Das heißt, die haben im Sinne von Scrum wirklich 2 Wochen Ruhe. Die stört kein Mensch. Und dann haben wir sozusagen das Mittelthema, die eben so kürzere Sachen machen und die bedienen sich im Fluss ohne ein Commitment aus dem Backlog. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das fand ich eine Mischung, die habe ich noch nie gesehen. Und vielleicht mal so eine Idee für euch, wenn ihr auch das Problem habt, unterschiedliche SLAs in einem kleinen Team. Das machen die jetzt schon ein paar Wochen und das funktioniert ganz gut. Das funktioniert aber, nur ein kleiner Tipp am Rande, so lange gut, bis nicht jemand ausfällt. Ne? Also wenn wir hier zwei und hier einen haben, und dann fällt halt eine Person aus in irgendwo da, dann muss man halt zurückfallen, dann fallen die einfach zurück in Kanban-Modus, auch so ein bisschen als Tipp. Und wenn du das beschreibst, haben die das sich selbst entwickelt. Ja, genau, das finde ich eigentlich das Tolle daran, ja, dass die wirklich, so eine Idee habe ich nirgendwo gesehen bisher, dass sie einfach selbst auf diese Idee gekommen sind, ganz genau. Genau, also du also das, ja, dieses Sprinting-Team, soweit ich das mitbekommen habe, die wechseln typischerweise nach 1 oder 2 Sprints, sind dann die zwei Kanban-Team. Der Friendly Ghost, der wechselt auf jeden Fall nach jedem. Also der wechselt sogar jede Woche. Ja. Also das heißt nicht, es ist immer die gleichen, die sprinten, die gleichen, die Kanban machen, sondern die wechseln dadurch. Dadurch kriegt jeder mal seine Ruhe, auf gut Deutsch. Gut, dann Zusammenfassung. Ja, wir sehen also, bevor wir skalieren, müssen wir uns Gedanken machen. Es müssen gewisse Voraussetzungen einfach gegeben sein, damit eine Skalierung Sinn macht. Wichtig war für uns halt immer wieder schnelles Feedback, einfach Sachen ausprobieren, testen. Wenn sich das etablieren lässt, wenn das eine gute Idee war, leben wir die weiter. Letztendlich muss man aber auch immer sagen, so, es gibt kein Blueprint für alle Unternehmen, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden und dabei am besten auch immer iterativ in kleinen Schritten vorgehen und sagen, hey, das passt für mich, das passt für unser Unternehmen, für mein Team, das leben wir jetzt so, aber wir können nicht euch eine allgemeingültige Lösung an die Hand geben und sagen, hey, das passt für alle, sondern da muss man einfach selber den eigenen Weg gehen, den eigenen Weg finden.
Und wir sind definitiv noch nicht am Ende, ne? Also genau, wir sind immer noch am Ausprobieren. Wir sind zwar ganz froh teilweise, was wir erreicht haben und auch ein bisschen stolz drauf, aber wir sind definitiv nicht am Ende. Wir haben noch ganz, ganz viel Schmerzen an vielen Stellen und das wollten wir euch einfach mitgeben. Durch das harte Arbeiten kann man weiterkommen, aber man muss unheimlich kreativ sein und diese Blueprints, die man überall sieht, die kann man versuchen anwenden, aber man wird wahrscheinlich eher enttäuscht sein, wenn man sie eins zu eins anwendet. Also auf der anderen Seite, aus unserer Sicht gibt es keine Alternative zu diesem Agilen, weil es halt eben dieses sehr schöne immer weiterentwickeln ist. Das tut manchmal weh, aber im Endeffekt macht es eigentlich Spaß. Ne? Genau. Das war's von uns. Okay, danke.